gibt die Möglichkeit, auf den Pokémon-Supermarkt zuzugreifen. Dort kannst du nützliche Dinge bestellen, die dir bei der Erkundung weiterhelfen. Pokémon-Supermarkt kannst du alleine nützliche Dinge kaufen, die bei der Erkundung weiterhelfen. Um dort einzukaufen, benötigst du PS-Gutscheine. Entscheidend, Remy ist in Abständen durch den Mitgliedsbonus erhalten. Alle 20 Stunden. Oh, alle 22 Stunden. Kann man sich neu abholen. So weißt du, als Grundlegende zur Erkundung mach dich auf Kuba Island immer weiter zu erforschen, wenn Eischätze hier schlummern. Vielen Dank, dass du so gerne Pokémon Quest spielst. Als Geschenk kriegst du, gibt es dafür 500 PS-Gutscheine. Ja, erfolgreich. Verschiedene Aktivitäten auf Kuba Island erhältst du Items als Belohnung. Dazu gehören auch wertvolle PS-Gutscheine. Es gibt auch Items, die nur als Belohnung für erfüllte Aufgaben bekommen kannst. Wenn du bei der Kunde von Kuba Island nicht vorankommst, such dich doch an den Aufgaben. Da man schon einen coolen Kochtopf gesehen, mit dem man bessere Gerichte kochen kann. Diesen bronzenen Kochtopf. Hatte ich zum Schluss auch schon. So. Jetzt rüsten wir erstmal ein bisschen unser Team auf. So, einer kriegt den. Ist immer gut, das gleichmäßig zu verteilen. Und du kriegst den. Dirty da ein. Erstmal. Und wir haben wieder einen Erfolg bekommen, wahrscheinlich weil wir jetzt einen verteilt haben. Ach, verstärken. 2 P-Stand und ein Pokémon verteilen. Da. Seht ihr, was ich meine. Und so kriegt man einen Traum der Folge. Gehen wir mal wieder zur Inselerkundung. Früherweise brauchen wir Airbus 750, die wir jetzt haben. Und spielen wir mal weiter. Und das nächste Pokémon wird geflext. Ich sage, es sieht fast nach einem Tauboga-Gegner aus. Das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von Taubsi, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Ich irre, kommt als nächstes Tauboga. Kommen wir nicht so gut mit Pokémon aus. Deswegen. Kann es etwas passieren, dass nicht alles richtig erzähle. Ja, hat wahrscheinlich einen Windstoß ins Face. Und weg ist dieses Ding. Und da kommt auch schon mal der Gegner. Und es ist ein Tauboga. Habe ich mir doch mal richtig gemerkt. Dass Tauboga in dieser Stufe war. Man kann immer schon so ein bisschen meistens erahnen, was der Endgegner ist. An den Pokémon, die größtenteils hier so. Die man größtenteils hat. Auf die man größtenteils trifft, kann man schon immer ein bisschen ahnen, was es denn nochmal ist. Und da ist das Tauboga schon wieder tot. Jetzt die Level hier sind ja auch einfacher, aber bin schon manchmal verzweifelt, ein paar Stunden nicht am Stück gespielt habe.
weil ich dann öfter ganz oft ein bestimmtes Level gespielt habe. B ist dann endlich mal das Glück geschafft hat, einfach weil mir die Pokémon-Power fehlt. Bis jetzt ist ja alles gut gelaufen. Je weiter man ins Innere der Insel vordringt, desto stärker werden die beiden Pokémon. Wir sollten bei unserer Erkundung weitere P-Steine sammeln und uns mit mehr Pokémon anfreunden. Das hast du gut erkannt. Ich bin auf der Insel. Da, das meine ich. Zack. Batterie war fast leer. 4 Erkundungen abgeschlossen. 5 Batterieladungen bekommen. 5 Mal wieder. Ich hätte jetzt vor, wir holen uns etwas Zeug ab. Was mache ich? Mäuse ist fast leer. Jetzt hätte ich nichts kaufen müssen. Krieg dann kurz vorher wieder 5 Batterieaufladungen geschenkt. So ungefähr ging es mir die ganze Zeit durch dich, Chris und Dompe. Etwa alle 22 Stunden besuchen dich Pokémon deine Basis, die ich mit dir anfreunden wollen. Auch seltene Pokémon, die auf Erkundung getroffen hast, schauen mal ab und zu vorbei. Haben wir denn gerade eins irgendwo? Oder warum erzählen wir mir das? Nö, Quatsch. Nicht. Aber wir haben die Kubusuppe fertig gekocht. Kommt normalerweise immer ein Pokémon meistens. Das ist ein Nidoran. Ich hätte mal ich gerade besser als die Pokémon, die wir haben. Ich kaufe mal eine rote. Diese unteren Zutaten hier, wo war ich von 4 Hallen dann besser? Aber hier habe ich nicht genug rote. Nämlich mal das Zeug hier. Weil davon haben wir 4. Ich dachte, ich hätte genug rote, aber dem war nicht so. Aus dem Grund. Komm ich jetzt mit dem Zeug. Zack. Das müssen wir. Gucken, dass wir unser Pokémon verbessern. Komm, du kriegst jetzt ein bisschen Angriff. Bam. Dort haben wir jetzt 871 und 850 brauchen wir. Das heißt, wir können wieder. Wir können uns den Pass holen. Das machen wir jetzt auch mal. Bam. Boss. Ich spiele einfach das Spiel und versuche nicht bei irgendwelchen Aufgaben voranzukommen. Auf die habe ich nie geachtet. Ich habe einfach bloß immer die Questgegenstände abgeholt, sobald ich die bekommen habe. Aber die Aufgaben waren mir scheißegal. Bloß wenn ich eine Aufgabe zufälligerweise erfüllt habe, einfach bloß dadurch, wenn ich die Level gespielt habe, dann habe ich mir natürlich abgeholt. Deswegen ist jetzt, glaube ich, nicht so richtig. Ich schaue es ja auch diesmal. Vielleicht bleibe ich diesmal so lange an dem Spiel dran, dass wir es auch durchspielen. Weil ich habe es halt, wie gesagt, den einen Tag ein paar Stunden gesuchtet und dann habe ich es bis dahin nicht wieder angerührt, so richtig. Weil ich da auch so ein bisschen meine Probleme hatte. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Es komplett durchzuspielen. Ich würde es auch gerne vor. Ja, glaube ich, genau warm. Die Spoil kommt immer an. Kann ich jetzt nicht genau sagen, ob sich da vielleicht ein Spoil was ändert. Nur ein paar Spiele, die ich vorhabe zu spielen. Deswegen ja. Auch sein, wie es bei manchen Projekten vielleicht zur Zeit so, wenn ihr das Video seht, passiert. Einfach jetzt mal nicht kommen. Ich werde die Projekte meistens eigentlich trotzdem fortsetzen. Das hat dann vielleicht gerade nicht.
Zeit. Also haben wir andere Spiele aufgenommen und bringen das erstmal die. Also, wir kämpfen jetzt gegen einen Radikal. In your face, bitch. Face? Oh, der Entschluss hat mich getroffen. Oh, das Radikal ist tot. Boom. Ja. Wenn die beiden Steine haben wir zurzeit auch keinen Platz. Das ist die Statue des Gedeihens gefunden. Glückwunsch, ab jetzt erhalten alle Pokémon bis Level 5 mehr Erfahrungspunkte durch Erkundung. Wir konnten das Pokémon vertreiben, das hier anscheinend das Sagen hatte. Es hat etwas hinterlassen, das aussieht wie eine Pokémon-Statue. Was das bloß ist? Das ist eines der Monumente dieser Insel, die Statue des Gedeihens. Die Statue wurde in der Form von Ratzfratz gemeißelt. Drückt wohl ein Wunsch aus, genau wie Ratzfratz zu gedeihen. Diese reich an Nachkommen ist. Erkundung dieser Umgebung scheint abgeschlossen zu sein. Suche nach neuen Gebieten wird gestartet. Währenddessen werden Informationen zur Statue abgerufen. Nachforschung zur Statue erfolgreich. Es scheint, dass sie ein Ort geweiht wurde, der Legendenreich genannt wird. Schon seht. 1000, 1100. Suche abgeschlossen. Route zu neuen Gebieten entdeckt. Durch hier drin. Wenn ihr seht, das mal, hier wird manchmal abwechselnd. Ich glaube, ich das mal kurz zeigen. 1000, 1200. Kann ich noch weitergehen? Ne. Dann 500. Okay, ich kann euch die ersten drei Levels zeigen. Und hier 1100, 1300. Hier wechselt man sich halt immer ab in Gebieten. Da läuft man hin und her und kämpft erst im einen und im anderen. Anfangswiese. Oh, wir kriegen einen Schnellfeuerstein, das klingt doch. Ein Attackenstein ist ein besonderes Item, mit dem du auf Attacken abhängen kannst. In einer Fassung, die an eine Attacke gebunden ist, kannst du einen Attackenstein in eine der Fassungen Farben einsetzen, die in der Fassung gezeigt werden. Ah, okay. 50 Normal-Pokémon besiegen. Zack. So eine Batterie voll, weil wir extra. Genau. Dann können. Das Taub ist die Handweide. Pikachu passt einer der beiden rein. Und weil ich das käme, nutze, kriegt er jetzt einen Schnellfeuerstein noch. Und er kriegt den blauen. Hm. Das Radfahrt bekommt dann den roten. Stimmt's, ja. Oh, jetzt haben wir noch mehr Erfolge. Ja, Nebenaufgaben. Gemeinsam stark. Teamstärke um 1000 erreichen. Wir haben 1043, das heißt, wir können ins nächste Level gehen. Dann. Hätten wir jetzt Glumanda gewählt, hätten wir jetzt einen Vorteil. Geh ja schon wieder weiter. Pokémon durchbrennt, ne? Donnerschock! Ah, wir sind besonders bekommen. Den will ich mir auch hier ein bisschen gerade den Kopf schütteln damit vorher. Wird ja auch wirklich Wirkung zeigt. Bestimmt eine spezielle Suppe. Ich habe noch nicht geschafft, die so voll zu kriegen. Und ne, was sind dann spezielle Suppen, die man kochen kann?
dir bestimmt besondere Pokémon an, ja. Ein Duflor. Bin schon wieder im Bosskampf. Wie wir uns zurzeit noch durchschnetzeln können. Zurzeit kann man wirklich noch durchschnetzeln. Wir tot, wie gesagt, Durchschnitt. Na, jetzt können wir ein paar Steine wieder werden. Zwei Kraftsteine können ausgetauscht werden.